Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. American, wo bin ich hier gerade? Da. American Truck Simulator. Goddammit. So. Dann wollen wir mal die Mission abschließen. So viel waren jetzt, ich weiß ja nicht mehr. Irgendwie noch weniger als 100 Mal. Von daher easy. Zeit zu gehen. So, erstmal hier das Wichtigste. La Radio. Noch 43 Mal. Pulsar. Aha. Wenn du das sagst. Ist ja gut. Wir sind ja gleich da. Geradeaus. Wäre auch fies, ey. Da kommst du direkt von dort und musst direkt zweimal die Spur wechseln, um geradeaus fahren zu können. Das ist ja wow. Und ich denke da in Europa auch, ne? Wenn ich morgens immer zur Arbeit fahre, dann fahre ich da schon eine Weile vorbei. Also so Rudo. Und dort Richtung Stadt einwärts, wenn wir da mit dem, also wenn ich da mit dem Bus morgens lang fahre, dann ist es genauso. Kurz vor der Kreuzung ist eine relativ breite Hauptstraße mit drei Spuren. Und also die hat halt kurzzeitig drei Spuren. Und das halt durchgeht bis zu einer Kreuzung. Das heißt, die linke Spur ist dann auch die Linksabbiegerspur. Da muss der Bus auch lang, um halt links abzubiegen. Kurz vor der Kreuzung ist aber noch eine Bushaltestelle. Und die ist dann natürlich außen, also auf der ganz rechten Spur. Das heißt, der Bus muss immer an die Haltestelle ranfahren. Und muss dann einmal quasi quer über alle drei Spuren, um auf die linke Abbiegerspur zu kommen. Ja, das ist ja, auch hier morgens immer ganz geil. Der Vorteil ist aber, das pendelt sich dort relativ gut ein, weil vor der Kreuzung und vor der Bushaltestelle ist noch eine Kreuzung, wo der Bus einfach mal gerade drüber fahren kann. Aber in dem Moment, wo er da drüber fährt, über die erste Kreuzung, also erst kommt die erste Kreuzung, der fährt dann einfach gerade drüber. Fährt dann an die Bushaltestelle ran
um dann bei der zweiten Kreuzung links abbiegen zu müssen und dabei halt alle Spuren kreuzen zu müssen. Ja, Vorteil ist aber, um überhaupt erstmal zur Bushaltestelle zu kommen, muss er erstmal über die erste Kreuzung. So, die beiden Ampeln sind gleichgeschaltet, das heißt, beide Ampeln haben gleichzeitig grün. Er fährt also erstmal über die erste Ampel, um dann zur Bushaltestelle zu kommen. Und während er an der Bushaltestelle ist, schaltet dann also die Ampel in der Regel auf rot. Das heißt, in dem Moment, wo er meistens losfahren würde, ist die Ampel in die Hauptfahrtrichtung halt rot. Ergo fahren in dem Moment, wo er losfahren möchte und alle Spuren kreuzt, fahren in der Regel dort keine Autos lang. Deswegen stört es auch niemanden. Aber ja. Heftig ist das trotzdem. Oh, Alter, ist das schön hier. So viele Schulbusse auf einem Haufen. Der Rückspiel, ne? Fick die Henne. Immer geradeaus. Wallbad. Okay, das ist wieder vorne. Hui. Und jetzt noch die scheiß Schranke auf. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schönes Gebiet hier, by the way. Links abbiegen. Aber ja, hier geht doch rein. Ah, hier. Noch ein bisschen weiter. So, hier geht es rein. Hier endet es. Oh, es wird eng. Zu eng. Der Auflieger hat rumgepasst, aber nicht die Fracht. So. Jetzt aber. Was? Haben wir noch locker Luft? Scheiße, Dreck. Und wir haben 200.000. Damit können wir doch locker endlich mal unseren Kredit. Ja, können wir. Nice. Einmal 200. Und einmal 50. Und jetzt haben wir 350 und können damit 350 auslösen. Nice. So, 100. Kommt der 50er weg. 100. 100.
1500. So, jetzt können wir mal gucken, was wir mit dem schönen, frischen, neuen, flüssigen Gold alles machen können. Wir haben zum Beispiel noch eine Karriere. Karriere schon. Eine Werkstatt auszurüsten. Da brauchen wir 100 bloß, ne? Gucken wir mal. Genau, 100. Das heißt, da können wir wahrscheinlich noch mal 2 LKW kaufen, wird knapp. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, da haben wir unsere erste große Garage. Geil. So, LKW-Händler. Was haben wir denn für LKWs? Firma LKW-Manager. Wir haben Canvas. Dann holen wir uns erstmal noch zwei weitere Canvas. LKW-Händler. Canvas. Besuch ausgewählten Händler. Ja. Moment, mal eben. Achso, doch, wir einen 100 können wir uns kaufen. Okay. Beziehungsweise, wir können gleich mal gucken, unsere Flotte. Da haben wir ja. Haben wir nur Weiße? Ja. Geh mal raus hier. Kommt mir gerade ein bisschen suspekt vor. Firma, LKW-Manager. Haben wir nur weiße LKWs? Tatsächlich. Lol. Nein, ich wollte kaufen. Firma, Service, Helga, Händler. So. Flotte. Ja, 227. Oh, doch. Oh, wow. Reicht gerade so für 2 LKWs. Dann haben wir noch 4000 Euro übrig. Ich glaube, das reicht aber in Amerika braucht man 3000 Dollar pro Fahrer, ne? Na egal, wollen wir erstmal 2 LKWs? Bam. Nice. Damn, Daniel. So, ich bin mal gespannt, ob die 5000 Euro noch reichen für 2 Fahrer. Weil ich glaube, bei ETS waren 2000 Euro, aber bei ATS kommen 3000 Dollar umgewartet. Wir brauchen Katalog. Nee. Achso, Karriere? Hey, the Service? Ja, tatsächlich. Fahrer einstellen. Sogar nur 1500. Das war also doch sogar weniger. Nice. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt auf unsere Frauenquote, wie die eigentlich aussieht. Keiner von denen hat Fernfahrer, ernsthaft? Dann sind die alle schon mal direkt raus. Digga, kein einziger hat Fernfahrer. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja nicht wahr. So, wir haben erstmal zwei Weiblein für unser Gehege. Okay, wir haben sogar schon zwei. Da sollten wir also eher Männer holen. Hier direkt sympathisch. Let's go. Okay, was noch so für Material? Der sieht aus wie so ein Drogendealer. Vorurteile. Er hat immerhin hochwertige Fracht. Hochwertige Fracht haben aber nahezu alle. Er hat sogar zweimal hochwertige Fracht. Der sieht auch aus wie so ein, der einem so Juwelen verkauft. Oder hier so wie bei John Wick. Der Typ, der immer am Empfang ist. Da bei der Kapelle, wo die ganzen Leute da hingehen. Nee, was ich meine. So, die kann gar nichts. Obwohl, doch, jetzt hat zerbrechliche Fracht einmal. Weißt du was, wir holen uns beide. Wir holen uns ein Männlein und ein Weiblein. Die beide. Sie, weil sie so schöne orangene Haare hat. Finde ich sehr sympathisch. Und dann holen wir uns noch hier einmal einen wunderschönen Knaben in den Knabenchor.
Mann, sieht der grimmig aus. Warum sehen alte Männer immer so grimmig aus? Der genauso. Außer als wenn er mir beim Vorstellungsgespräch direkt einen reinhaut. So gar keinen Bock auf ihn, die Jungen. So, dann haben wir zwei neue LKWs mit zwei Fahrern und eine voll aufgemaxte Werkstatt. Garage. Ist doch geil. Hat gefällt mir. Haben wir doch schon mal direkt was geschafft hier. Können wir auch mal direkt speichern. Speichern. Wir haben noch nie gespeichert. Speicherstand 1. Und weil ich immer 2 habe. Speicherstand 2. Speichern. Bumm. Easy. Direkt geil. So. Wir haben aber immer noch keinen eigenen LKW, also machen wir nochmal Rundfahrt. Ich glaube, den nächsten LKW, den wir uns holen, ist auch erstmal einer für uns selber. Ja, dann haben wir erstmal 5 Mitarbeiter, die erstmal ordentlich Grundlast reinbringen. Und dann können wir uns langsam auch mal umgucken nach einem eigenen LKW, schön mit einer Hatsune-Miku-Skin. Alles drum und dran, alles muss glänzen, wie zu Blanky. Stammlader, Dynamit. Dynamit hat es auch noch nicht. Oh, ist aber eine lange Strecke. Wow. Ist ja einfach komplett quer durch die Walachei. Ein Großteil davon haben wir aber schon erkundet. Ja, die gesamte Strecke haben wir dann dazu schon erkundet. Kriegt aber ordentlich Kohle rein, ne? 92 einfach mal direkt in die Kasse gespült. Ja, ist hier aber auch, auch noch 51. Und nochmal 100.000. Ja, aber auch noch 50.000, auch noch gut. Oh ja, wird wahrscheinlich. Wunderschöner 500 PS. Und ist sogar weitestgehend eine Strecke, die wir noch nicht hatten. Fahrerloser Traktor? Damn, Daniel, die Drohnenproduktion, sie ist zu schnell. 500 PS. Klingt eigentlich schon geil. Alles andere sind ja hier nur so eine neueren LKWs, ne? Genau, das beide sind neuere LKWs, das sind auch beides neuere LKWs. Ja, nee. Ja, dann nehmen wir doch den. Haben wir endlich mal eine Fahrt mit einem geilen LKW. Let's go. Nehmen wir. Direkt eingepackt. Direkt bestellt auf Wish. Wish. Wo ist denn wieder hier? Peterbilt. Ich persönlich finde zwar von der Optik her Canvas sogar noch etwas besser, also etwas schöner. Aber gut. So, wobei die Frage ist eigentlich, by the way, bei Canvas haben wir den W500. Können wir es eigentlich, genau, jetzt haben wir 5 LKWs gekauft, das heißt, jetzt können wir auch online kaufen, bei Peterbilt. Können wir hier auch das ältere Modell? Ja, können wir. Das ältere Modell gibt es ja auch zu kaufen. Nice. Aber Basispreis gleich mal 118, ne? Wobei das teure Modell sogar preiswerter ist. Wow. Okay. Gut. So. Los. Ach, ist wirklich so ein Drohending. Lol. Das ist ja cute. Lol. Ja, Leute, wer braucht bitte schon noch Mitarbeiter, wenn es sowas gibt? Die Frage ist, kann man das Ding fernsteuern? B, wahrscheinlich eher dass du halt ein Programm einprogrammierst
Und der halt einfach immer nur dieses einprogrammierte Programm immer wieder abfährt. Was bei großen Hektaranlagen, große Hektaranlagen, klar, bei großen Landwirtschaftsanlagen halt Sinn macht, weil die verändern sich in der Regel nicht, sondern du hast halt immer wieder die gleiche Fläche, die du immer wieder bearbeiten musst. Und zwar mit den gleichen Arbeitsschritten. Und das kannst du halt wunderbar automatisieren. Also ist wahrscheinlich eher das, dass die Dinger programmiert sind und dann halt ihre programmierte Route immer wieder abfahren. Oder halt, die können beides, ne? Dass sie entweder programmiert abfahren können oder du sie aber auch mit einem klassischen Controller fernsteuern kannst. Ja. Wer braucht bitte schon noch Menschen? Und ja, sowas gab es schon vor AI. Also sagt jetzt nicht wieder, AI klaut uns die Arbeitsplätze. Biege nach links ab. So. Ist die Musik so laut oder der Blinker so leise? Ich verstehe es gerade nicht. Ist ganz normal eingestellt, alles richtig. So, let's go. Ah ja, 1000 Meilen. Weißt du was, wenn wir so eine große Strecke fahren, dann will ich jetzt tatsächlich doch erstmal noch kurz an den Straßenrand stellen und mal die Rückspiegel einstellen. Ich glaube, das macht Sinn. Links kommt so. Motorhaube gibt's gar nicht. Rechts. So. Ja, mehr gibt es gar nicht. Gut, Weißwinkel, aber die sehen wir eh nicht. Ja, da sieht gut aus. Und jetzt würde ich gerne noch einen Dienst einstellen. Und zwar so ein bisschen. Okay, weiter nach vorne geht gar nicht. Ha! Ne, 70 ist schon ganz in Ordnung. Ist schon ganz in Ordnung. So rum. Wir müssen gucken, ob wir weitergehen, aber dann wird es wieder alles so klein. Wir sitzen halt echt relativ weit hinten. Das Sichtfeld ist halt so super klein, nach oben und unten. Aber gut. So ist das halt bei den alten LKWs. Biege nach links ab. Kannst du das gucken hier? Sitz einstellen. Können wir ein bisschen tiefer? C. Ja, so ist doch besser. So ist doch definitiv besser. I und K gibt es auch noch, aber das weiß ich gar nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, so ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Man kann sich nach Seiten lehnen? Das sieht so falsch aus. Dass ich schon wieder mag. Ja, ich glaube, so können wir gut arbeiten. Biege nach rechts ab. Hey, jetzt sehen wir auch wieder die Blinker blinken. Warum sich jetzt auf einmal mein Auflieger, mein LKW im Rückspiel nicht... Der hab ich doch... Der, hä?
Ich habe doch gerade die Rückspiegel so eingestellt, dass ich meinen LKW sehe. Soll ich jetzt den Sitz eingestellt habe? Ach, Kacke. Muss jetzt während der Fahrt machen. Ja, komplett zurückgesetzt. So, ja, so ist besser. Auf jeden Fall. So, sehe ich immer, was der Auflieger macht im Ruhezustand. Gleich mal speichern. Easy. Oh, 270 Euro. Hui, wie süß. Direkt feuern. Dann müssen wir erstmal ordentlich wieder sparen, denn ja, das nächste ist erstmal wieder eine neue Garage kaufen. Das heißt, wir brauchen mindestens 180k für eine Garage plus 120k für den ersten LKW in der Garage oder was 130, weiß gar nicht mehr. Also mindestens 300k alleine für eine Werkstatt ohne Garage. Was? Eine Garage und ein LKW, so rum. Und wenn wir gleich, ne, gleich zwei LKWs oder so holen wollen, brauchen wir also noch mehr. Aber mindestens 300k brauchen wir erstmal wieder. Das ist schon ein ordentliches Sümmchen. So. Dann würde man sagen, das soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.